Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Und wie versprochen melde ich mich jetzt nach einer Woche wieder und werde gleich die Gewinner meines kleinen Gewinnspiels bekannt geben. Kurz zu diesem Video. Wie gesagt, ich werde jetzt gleich die Gewinner auslosen. Danach müsst ihr noch einmal etwas für mich tun. Und zwar müsst ihr abstimmen, was ich in meiner Sonderverlosung, in meinem Sonderpreis jetzt machen soll. Ihr habt mir fleißig Vorschläge gemacht. Einige sehr gute sind dabei. Und ihr müsst abstimmen, was ich denn nächste Woche tun soll. Und ganz am Schluss gehe ich auf die Fragen ein, die ihr mir gestellt habt. Und wir fangen jetzt allerdings erstmal an mit den Gewinnern meines kleinen Gewinnspiels. Hallo zu einer etwas ungewöhnlichen Zeit für mich. Es ist nämlich 1:06 in der Nacht. Ich hatte einen langen Tag, aber ich wollte jetzt noch schnell die zwei Gewinner ermitteln. Alfred Hitchcock-Film Beanruf Mord gewinnen können und die 11 Poster. Und was ich machen werde, ist, das könnt ihr hier sehen, ich bin hier auf der Seite random.org und dort habe ich euch alle hier drin in dieser Liste, in diesem Fenster. Und was ich machen werde, ist ganz einfach, ich werde eure Namen jetzt in einen Zufallsgenerator geben, der wird das Ganze in eine Liste umwandeln und wer auf Platz Nummer 1 der Liste ist, der ist der Gewinner. Ich werde für jeden Preis zwei einzelne Listen erstellen und wir fangen auch gleich an und zwar mit der Alfred Hitchcock DVD bei Anruf Mord. Hier seht ihr nochmal eure ganzen Namen. Entschuldigung, es ist wirklich spät und ich bin nicht mehr so klar bei Sinn. Und wir fangen an. Der Trommelwirbel, der Gewinner der DVD ist. Es ist The Eliminator 1987. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Wenn ich das Video hier hochlade, denke ich, werde ich dir schon eine PN geschickt haben. Das Einzige, was ich von dir brauche, ist eine Postanschrift und dann wird die DVD auch schon zu dir bald unterwegs sein. So, aber ihr habt alle noch eine Chance. Ich werde jetzt zurückgehen, die Liste wieder einfügen, werde The Eliminator 1987 rausnehmen, weil er ja schon gewonnen hat. Und nun kommen wir auch schon zum letzten Preis. Und zwar kommen wir jetzt zu den 11 Postern, das ist sozusagen der Hauptgewinn. Und, oh, lange Rede, kurzer Sinn, dam dam da, gewonnen hat Asia DVD Collector 1996. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen, 11 Poster. Und auch von dir bräuchte ich einfach nur eine PN mit deiner Postadresse und dann gehen die Poster auch schon sind die Poster auch schon bald bei dir. Oh Mann, es ist wirklich spät. Ich glaube, ich muss langsam ins Bett. Also nochmal herzlichen Glückwunsch an The Eliminator und an Acer DVD Collector 1996 und auch nochmal danke an alle, die mitgemacht haben. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Und weiter geht es jetzt mit der Abstimmung zu meiner Sonderverlosung. Okay, nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Jetzt seid ihr noch einmal dran. Ihr könnt entscheiden, was ich nächste Woche in meinem Sonderspezialvideo, Sonderpreisvideo machen soll. Ich werde jetzt die Vorschläge von euch vorlesen und ich gebe jedem Vorschlag eine Nummer. Und ihr braucht einfach nur in die Kommentare die Nummer zu posten von dem Vorschlag, was euch am besten gefallen hat. Ich tue auch die Vorschläge nochmal hier unten in die Videobeschreibung reintun. Also wir fangen gleich mal an. Und zwar Vorschlag Nummer 1 kommt von Sendermania Films. Ich soll 2 Minuten lang ein Review zu dem Film Titanic 2 geben. Und zwar in der guten alten Wrestling-Manier, wie die damaligen Wrestler ihre Interviews immer geführt haben, wie Hulk Hogan und Ric Flair. Das hört sich sehr lustig an. Vorschlag Nummer 2 kommt vom Filmemessi. Und zwar soll ich einen Vortrag halten, warum Twilight den Oscar verdient hat. Ja, das wird bestimmt interessant. Dönerfabel95 schlägt vor, puzzle ein Puzzle mit 1000 Teilen korrekt zusammen, filme dich dabei und stelle das Video in Zeitraffer auf YouTube. Dabei solltest du lustige Szenen in normaler Länge laufen lassen.
ich tue dieses, das ist die Nummer 3. Ich muss dazu sagen, ich habe hier kein 1000-Teile-Puzzle, hier müsste ich mir vielleicht eins besorgen und ich glaube auch nicht, dass ich das in 2 Minuten schaffe, aber trotzdem könnt ihr auch hierfür abstimmen und zwar mit der Nummer 3. Die Nummer 4 ist Björn vom 3 Herren vom Film schlägt vor, wie wäre es mit einem Highlight? Gibt Highlight natürlich. Gib uns den geilsten Killerhai, der die Welt je gesehen hat. Lass den weißen Hai wie Nemo aussehen. Das könnt ihr wählen mit der Nummer 4. Mit der Nummer 5 bin ich hier richtig. 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl. Die Nummer 5, Le Movie Kritik TV, schlägt vor, ich sollte im Kopfstand einen Tee trinken und dazu den Blair Witch Project gucken. Danke für deinen Vorschlag, Le Movie Kritik TV, aber diesen Vorschlag streich mir, denn ich bin ein bisschen zu ungelenkig für den Kopfstand. Das würde nicht gut gehen. Ich würde mir wahrscheinlich das Genick brechen. Danke für deinen Vorschlag, aber ich denke, das lassen wir mal lieber. Nehmen wir die Nummer 5. 3 Herren vom Film, Marco, schlägt vor, er hätte gerne eine Hommage an den besten Regisseur aller Zeiten, natürlich Dr. Uwe Boll, und den besten Schauspieler aller Zeiten, natürlich Udo Kier. Das könnte auch sehr lustig werden. Kino Ferno, die Nummer 6, schlägt vor, eine Live-Interpretation, Instrument und oder Gesang meines Lieblingsfilm-Soundtrack. Wäre ich bereit zu machen, nur ich glaube, das wäre für uns alle eine Qual, aber das könnt ihr mit der Nummer 6 wählen. Nummer 7, der Vorschlag von Markus 1996 ACAB. Ich stelle deinen absoluten Lieblingsfilm vor und begründe, warum es dein Lieblingsfilm ist. Wo sind wir jetzt bei der 7? Ich glaube ja. Thorstens Filmkritiken schlägt vor, 2 Minuten lang meine Lieblingsszene aus meinem Horrorfilm nachzustellen. Ja, das könnte auch sehr interessant werden. Splatboyer schlägt vor, 2 Minuten Alfred Hitchcock mit Uwe Boll vergleichen und dann zum Schluss kommen, dass Uwe Boll eigentlich der bessere Regisseur ist. Okay, das wäre auch sehr interessant. DJ69 schlägt vor, stelle deine persönlichen Lieblingskanäle vor und sag, was dir an ihnen gefällt. Auch ein sehr interessanter Vorschlag, also die könnt ihr wählen mit der Nummer, die ich jetzt hier einblende, denn ich habe sie mittlerweile vergessen. Radimo schlägt vor, bastle einen Turm aus DVDs bis zu deiner Decke. Das könnte auch sehr interessant werden. Und der letzte Vorschlag kommt von Powerful Designs HD, lobpreise meinen Kanal. Also wenn ihr wollt, dass ich den Kanal von Powerful Designs HD lobpreisen soll, nehmt bitte die Zahl, die hier unten steht. So, ihr müsst jetzt also bitte noch einmal für mich abstimmen, tut die Zahl für euren Lieblingsvorschlag in die Kommentare posten und nach einer Woche tue ich das Ganze auswerten und dann werde ich innerhalb von wenigen Tagen dann das Video drehen und hochladen. Ich bin auf jeden Fall schon ziemlich gespannt. So, jetzt geht's noch weiter mit meinen Antworten zu euren Fragen. Und ja, weiter geht's. So, kommen wir jetzt zur Fragensektion und ich möchte mich auch hier bedanken. Ihr habt mir wirklich einige Fragen gestellt. Das hat mich sehr gefreut. Rege Beteiligung auch hier. Und falls ich einen Namen von euch falsch aussprechen sollte, bitte entschuldigt das. Und fangen wir gleich mal an mit der ersten Frage. Und zwar der User Radimum fragt, was ist dein Lieblingsgame? Ich bin jetzt nicht der allergrößte Gamer, ich habe hier eine PlayStation 3 rumliegen, die ich auch ab und zu benutze natürlich. Im Grunde mag ich mehr Sportspiele, sei es Rennspiele oder Fußball, Basketball, Football. Wenn ich aber ein Spiel auswählen müsste, mein absolutes Lieblingsspiel, da komme ich am Original Resident Evil natürlich für die PlayStation 1 nicht vorbei. Das war ein Spiel, das ich noch heute ganz gerne spielen würde, wenn ich eine PlayStation 1 oder 2 noch hätte. Auf jeden Fall, das Spiel habe ich zigmal durchgespielt mit Jill Valentine und mit Chris Redfield. Das ist auf jeden Fall, ich würde sagen, das ist mein absolutes Lieblingsspiel. So, kommen wir zur Frage 2 von Canus Lupus 1992. Mich würde interessieren, mit welchem Medium du angefangen hast, Filme zu sammeln? Mit VHS oder DVD? Und wann du circa angefangen hast? Welches Jahr? Ja, das kann ich eigentlich ganz gut beantworten. Ich habe früher ganz wenig, also VHS habe ich vielleicht, wenn es hochkommt, 10 bis 15 Stück gehabt. Die habe ich auch nicht wirklich gesammelt. Die hat man so mal irgendwie, mal Topfilme vielleicht mal gekauft. Ich habe definitiv mit der DVD angefangen und meine erste DVD habe ich gekauft, das weiß ich noch ziemlich genau, im Jahre 1999. Allerdings habe ich da auch mehr sporadisch Filme gekauft, wirklich nur Filme, die mich wirklich interessiert haben. Ich war so ein klassischer Videothekengänger, ich habe mir die Filme lieber ausgeliehen
Und ja, so richtig, richtig sammeln, würde ich sagen, die Sammelleidenschaft ist mir so vor 5, 6, vielleicht 7 Jahren, habe ich mir dann gedacht, scheiß auf die Videothek, da gibst du 3, 4, 5, 6, 7 Euro für 2 Filme aus und legst du noch 3, 4 Euro drauf, dann kannst du den Film daheim, und da habe ich dann doch angefangen, mir immer mehr und mehr DVDs zu kaufen. Okay, Sandermania fragt, was war deine allererste DVD und in welchem Jahr hast du sie gekauft? Das Jahr habe ich schon gesagt, und zwar, das war 1999, und die DVD war, bisschen peinlich, obwohl, naja, es war Lola Rent, das weiß ich noch genau, das war auch die erste DVD, die ich mir damals in der Videothek ausgeliehen habe, und ein paar Wochen später hatte ich dann einen eigenen DVD-Player, und das war mein erster Kauf, damals noch 1999 irgendwann, Lola Rent. Okay, Busybone2205 schreibt, du hast mal ein Video mit deiner Top 10 deiner Lieblingsfilme gemacht. Mich würde interessieren, ob die Top 10 noch steht oder ob sich da mittlerweile was verändert hat. Ja, das Video, danke für die Frage. Ihr könnt ja gleich mal einen kleinen Link einbauen, hier oben irgendwo. Könnt ihr mal ein Top 10 Lieblingsfilmvideo sehen. Ich muss sagen, in den letzten paar Jahren sind jetzt nicht so die absoluten Top-Filme für mich herausgekommen. Deswegen muss ich ehrlich sagen, die Liste, so wie ich sie damals, das Video, wie ich es damals aufgenommen habe, die Liste steht eigentlich noch, es hat sich eigentlich wenig verändert, wo in meine persönliche Top 10 ist da eigentlich kein neuer Film reingekommen. Es gab zwar die letzten Jahre einige gute Filme, aber nichts, was meiner Top 10 irgendwie, nicht was einen anderen Film aus meiner Top 10 Liste herausgedrängt hätte. Also nee, die Liste steht noch so, wie sie ist. Filmmessi schreibt, mich würde interessieren, wie viel Zeit du mit deiner Sammlung und mit YouTube bzw. Video machen verbringst. Ja, das kommt immer drauf an, wie viel Zeit ich denn habe. Wenn ich ja mal ein bisschen Freizeit habe, dann tue ich da schon einige Zeit opfern. Ich kann jetzt also mit meiner Sammlung, die nimmt jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch, Filme bestellen im Internet, geht recht zügig. Ich gehe 4-mal im Jahr auf Filmbörsen oder auf Conventions und Filme schaue ich meistens definitiv nur am Wochenende, so 1 bis 2 Stück. Die Filme hier für YouTube nehmen doch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch, muss ich ehrlich sagen. Es kommt natürlich immer auf das Video drauf an. Mache ich ein schnelles Rebuy-Unpacking, hast du das in einer guten Stunde wahrscheinlich durch, aber machst du ein bisschen aufwendigeres Videos, wie jetzt zum Beispiel meine Horrormythen Folgen, die haben dann doch einiges an Zeit in Anspruch genommen. Da kann auch schon mal sein, dass ich 3, 4, 5 Tage an einem Video, natürlich nicht durchgehend, aber 3, 4 Tage an so einem Video bastle, die Ideen auszudenken, das Ganze zu schneiden, das Ganze zu drehen und dann zu schneiden. Was bei mir beim Drehen immer furchtbar ist, die vielen Schnitte, wo ich hier drin habe, die mache ich nicht, weil es stilisch ist, sondern weil ich mich andauernd verhasple und wirklich, ich verbringe wirklich viel Zeit mit meinem Schneideprogramm. Das ist manchmal schon ein bisschen arg. Und ja, wie gesagt, so ein Unpacking-Video geht natürlich ganz schnell, aber für etwas aufwendige Videos gehen schon mal ein paar Tage drauf. So, nächste Frage. Lord Gangamfool schreibt, beziehungsweise fragt, was fasziniert dich so an Found-Footage-Filmen? Ja, es gibt ja kaum ein Video von mir, wo ich Found-Footage-Filme nicht erwähne. Und was fasziniert mich da besonders an den Filmen? Ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich kann mich in so einen Found-Footage-Film immer gut reinversetzen. Es sind immer, man ist durch die Ich-Perspektive der Kamera immer wirklich mittendrin in der Action, und das hat einen gewissen Faszinationsfaktor für mich. Und vor allen Dingen wie Found-Footage-Filme wie Blair Witch und Paranormal Activity, in dem man den ganzen Horror sich meistens wirklich nur im Kopf abspielt, indem man nur Geräusche hört oder vielleicht mal im Schatten an der Wand. Das sind die Filme, die meine Lieblings-Found-Footage-Filme, bei denen ich mich wirklich am meisten grusele, weil da alles seiner Fantasie überlassen ist, und das finde ich sehr faszinierend. Ich muss auch sagen, dass die Found-Footage-Filme in letzter Zeit wirklich definitiv bergab gehen. Also es kommen so viele Found-Footage-Filme raus und die Qualität nimmt wirklich absolut bergab. Die Qualität geht wirklich den Bach runter. Hier fast jeder hier kann im Grunde einen Found-Footage-Film produzieren, und manche sind wirklich sehr, sehr schlecht, sei es von der Idee oder von der Umsetzung her. Und das ist auch sehr schade. Aber wie gesagt, die Faszination ist einfach, dass ich mich zumindest mehr in die Situation reinversetzen kann. Supermovies fragt, was machst du beruflich? Ja, mein Beruf ist oft auch mit der Grund daran, dass ich sehr wenig Videos hochlade, beziehungsweise ich versuche mich jetzt ein bisschen zu bessern, habe ja in letzter Zeit auch einige Videos hochgeladen, aber ich habe relativ wenig Freizeit, also
Ich hätte auf jeden Fall liebend gern mehr Freizeit, wer hätte das nicht gern. Ohne jetzt genauer darauf einzugehen, ich arbeite im Großbereich Sicherheit und Security. The Curvis fragt, wie bist du zu dieser Sammelleidenschaft gekommen? Gab es einen bestimmten Grund? Einen bestimmten Grund eigentlich nicht. Mich haben Horrorfilme schon immer fasziniert und wie gesagt, ich hatte irgendwann mal einfach keine Lust mehr, Geld in der Videothek zu lassen. Für ein paar Euro oder damals D-Mark mehr konnte man sich DVD auch kaufen. Und irgendwann, als ich dann mal so 20, 30 Filme hatte, hat sich das dann von alleine entwickelt. Und also einen bestimmten Grund, warum ich mit Filmsammeln angefangen habe, gibt es im Grunde eigentlich nicht. Pascal Filmjunkie fragt, was hältst du von dem Film Chernobyl Diaries? Danke für das Stichwort. Über diesen Film habe ich schon eine Review gemacht. Den Link tue ich hier oben irgendwo einblenden. Da kannst du meine Meinung ganz genau über den Film erfahren. Filme mehr erleben hat gleich vier Fragen. Und zwar, was sagen deine Freunde und Familie zum Sammeln? Ja, im Grunde wird das eigentlich akzeptiert. Am Anfang haben sie vielleicht doch ein bisschen komisch geguckt, als mein DVD-Regal immer größer und größer wurde. Wo ich immer noch schief angeguckt werde, ist definitiv, wenn ich zu Filmbörsen bzw. zu Conventions fahre und denen erzähle, was ich da so mache, Geld für Autogramme auszugeben und wieder 100 Millionen Filme da mitzubringen. Da werde ich doch manchmal schief angeguckt von meiner Familie und meinen Freunden. Aber im Grunde wird es doch ganz gut akzeptiert. Was sind deine Lieblingseditionen deiner Sammlung? Mediabooks, Steelbooks, Emirates und so weiter? Ja, ich bin kein großer Verpackungsfetischist. Mir geht es mehr um den Film in der bestmöglichen Bildqualität. Und ich muss sagen, natürlich habe ich nichts gegen eine schöne Hardbox oder Steelbox, aber im Grunde habe ich da eigentlich gar keinen Favoriten. Definitiv aber keine Mediabooks. Die hängen mir langsam wirklich zum Hals raus. Was ist für dich die beste Verpackung? Ja, wie gesagt, im Grunde habe ich gar keine. Und wie viele Filme hast du? Jo, ich habe noch vor 2-3 Jahren habe ich fast alle 2-3 Monate mal meine Filmsammlung gezählt, aber das wurde mir irgendwann zu aufwendig. Und die letzte Zählung ist schon ein paar Monate her und damals waren es, glaube ich, 1200 DVDs und irgendwie irgendwas 100 Blu-Rays. Also so zwischen 1200 und 1300 Filme müssten hier rumstehen. Paul Richards fragt, was sind deine Lieblingsserien? Ja, ich bin ja auch definitiv so ein kleiner Serien-Junkie. Ich liebe meine Serien und da gibt es wirklich sehr viele. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht mache ich demnächst, aber das kann ich auch nicht versprechen, mal ein Top 10 meiner liebsten Serien. Nur um ein paar mal kurz zu nennen. Natürlich, Buffy the Vampire Slayer ist meine absolute Lieblingsserie aller Zeiten. Auch die Schwestern-Serie Angel liebe ich. Ich mag South Park. Ich mag auch ältere klassische Sitcoms wie Roseanne oder Alf. Jetzt vergesse ich natürlich wieder einen Haufen neuere Serien wie Supernatural, mag ich natürlich die Simpsons, allerdings nur die klassischen, ja, und noch einige mehr. Weiter geht's mit King Arab 666. Wie viel Geld gibst du monatlich aus für deine DVD und Blu-Rays? Im Grunde kann man das mit einem Wort beantworten, natürlich viel zu viel, das war mehr als ein Wort. Das kommt ganz drauf an, das kommt auf den Monat drauf an natürlich. Im Januar hat jeder mehr Rechnungen zu bezahlen, da halte ich mich ein bisschen zurück. Aber im Grunde, ich habe meistens so ein Budget zwischen, das schwankt aber auch, zwischen 100 und 300 Euro gehen da schon mal drauf. Also einen Monat, wo Filmbörsen sind oder wo wirklich gute Veröffentlichungen rauskommen, kann es auch schon mal die 300 Euro Grenze vielleicht überschreiten. Wenn ich mich zurückhalte, wären es aber mindestens 100 Euro. Also im Grunde zu viel Geld. Le Movie Kritik hat auch vier Fragen. Was war der schlechteste Film, den du je gesehen hast? The Dark Area, ohne groß drüber nachzudenken auf jeden Fall. Welcher Regisseur hast du am meisten? Es gibt einige, die ich nicht mag, wie zum Beispiel Michael Bay und noch verschiedene andere, aber so richtig hassen, vielleicht Uli Lommel, falls jemand mal einen Film von Uli Lommel gesehen hat. Selbst The Boogeyman, der ist auch für mich grottenschlecht. Also die Antwort wäre Uli Lommel. Mein Lieblingsfilm, Memento von Christopher Nolan, ja, auf jeden Fall. Und deine Lieblings-Star Trek-Serie, ja, machen Sie es so. Ich bin damit aufgewachsen mit Picard und Co., deswegen auf jeden Fall Star Trek The Next Generation. Movieception fragt, wie bist du dazu gekommen, Filme beziehungsweise hauptsächlich Horrorkritiken auch hier auf YouTube zu machen? Ja, ich hatte ja schon eine längere Zeit hier meine Horrorfilmsammlung, hatte eigentlich jetzt nie das Bedürfnis, da irgendwelche Videos zu machen. Ich war lange Zeit schon auf YouTube hier,
Ich habe einen ganz anderen Account, den gibt es schon lange nicht mehr, habe aber da selbst keine eigenen Videos gemacht, aber ich habe gerne Videos geschaut und irgendwann mal bin ich auf den amerikanischen Reviewer Cool Dude gestoßen, den vielleicht viele hier kennen. Und er hatte immer sein monatliches DVD- und Blu-ray-Update und er hat mir immer wirklich so viele Tipps gegeben an Filmen, von denen ich noch nie was gehört habe. Und da habe ich mir gedacht, wow, das könntest du doch vielleicht auch machen. Vielleicht kannst du mit deinen Videos einige Leute ein paar gute Tipps geben. Und ja, und dann habe ich mich irgendwann mal aufgemacht und habe dann mal tatsächlich mein erstes Video hochgeladen. Wo bin ich denn jetzt hier? Okay, weiter geht's mit Vitalprotest. Wie bist du zum Filme zusammengekommen? Das habe ich im Grunde schon beantwortet. Halvers Kanal fragt, wie viele Filme besitzt du und wie lange sammelst du schon? Das habe ich auch schon gesagt, so ca. 1200 Filme und ich sammle im Grunde seit 99. Asia DVD Collector 1996 fragt, wie lange bist du schon Filmfan? Ja, so richtig Filmfan würde ich sagen, vielleicht so. Im Grunde als Kind habe ich natürlich auch gerne Filme gesehen, da war ich jetzt allerdings noch nicht so, da war ich auch schon mehr Serienfan, habe lieber Serien geguckt, aber dann irgendwann, schwer zu sagen, vielleicht so ab meinem Teenageralter oder sowas, habe ich mich dann doch ein bisschen mehr mit Filmen beschäftigt. So, sagen wir mal gut, ach was weiß ich, sagen wir mal seit 15 Jahren. The Eliminator 1987 schreibt, der fragt, wie viele Filme besitzt du, das habe ich gerade beantwortet. Vulvarizer Games fragt, von welchem Film findest du, sollte es ein Sequel geben, obwohl er von den Einspielzahlen ein Flop war, wie zum Beispiel Der Goldene Kompass? Das ist eine gute Frage, da muss ich auch tatsächlich mal nachdenken. Welcher Film, der ein Flop war, hätte ein Sequel? Waterworld! Waterworld mit Kevin Costner. Irgendwie mag ich den Film, obwohl er wirklich ein Trash-Film ist und das war ja wohl einer der größten Flop aller Zeiten. Aber ein Sequel zu Waterworld, ich würde es mir auf jeden Fall angucken. Also auch wenn Dennis Hopper mittlerweile verstorben ist. Ja, auf jeden Fall. Waterworld. Den zweiten Teil von Waterworld hätte ich definitiv nichts dagegen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht auch meine älteren Videos mal anklicken würdet. Ich freue mich natürlich immer über einen Daumen hoch und wenn ihr mich auch noch abonniert, dann bin ich vollends glücklich. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.